Gut, Klaus, die Vorbereitung ist an sich erledigt. Wie zufrieden bist du? Ja, wir haben, sage ich, von den Ergebnissen her, von den Vorbereitungsergebnissen her, sehr teilweise vielleicht sogar ein überraschendes Ergebnis geliefert. Wir haben von der Schwierigkeit der Gegner her zwar für uns gleichwertig bzw. stärkere Mannschaften gehabt. Davon haben wir eins gewonnen gegen St. Gallen, eins verloren gegen die Kickers, wobei mir das Spiel gegen St. Gallen ganz gut gefallen hat. Gegen Stuttgart haben wir nur eine halbe Stunde überzeugen können. Und die Tests gegen Kitzbühel bzw. die diversen Auswahlen waren dem Gegner angepasst und da waren wir sehr engagiert und da sind einfach die Dinge, die wir eingefordert haben, erfüllt worden. Also von den Ergebnissen her war es jetzt einmal ganz okay. Die Vorbereitung selber war größtenteils verletzungsfrei. Das heißt, wir haben außer Pascal Grünwald nur, also das war die einzige Muskelverletzung, die wir gehabt haben. Wir haben der Alexander Gründler hat eine Prellung im Riss. Das sage ich mal, ist jetzt nicht aufgrund irgendeiner Fehlbelastung entstanden. Und somit haben wir mehr oder weniger alle Spieler drüber gebracht. Und das ist dann am Ende einer Vorbereitung immer das Wichtigste. Auffällig bei den Spielen war, in der ersten Halbzeit hat man sich öfters ein bisschen schwer getan und nach einigen Wechseln, ich sage jetzt einmal, wo die jungen Wilden, nennen wir es mal so, reinkommen sein, ist ein bisschen mehr Schwung reinkommen und die Sache hat sich dann im Wohlwollen aufgegeben. Ja, natürlich, das stimmt mir auch zuversichtlich, dass die Jungen einfach nachrücken, dass sie ein paar Junge wirklich präsentieren, dass sie Druck ausüben und ist das Ziel einer Vorbereitung. Die Burschen sind mit Feuereifer dabei und wollen natürlich in die Mannschaft und das ist nur gut für einen Trainer. Mhm. Am Freitag steht das erste Pflichtspiel vor der Tür. Cup auswärts gegen Blau-Weiß Linz. Ich denke, der Gegner ist nicht der leichteste, den man kriegen kann. Nein, ich habe voriges Jahr mit Austria Salzburg auch in der ersten Runde im Cup gegen Blau-Weiß Linz gespielt. Das war ein ganz heißes Spiel. Wir haben da in der letzten Minute dann das 2-0 gemacht. Es war ein Spiel auf das Messer schneide. Und ich erwarte mir nichts anderes jetzt. Also wir haben die Mannschaft beobachtet und sie präsentiert sich als sehr, sehr kompakt, sehr defensiv orientiert, sehr stark und agiert mit ein, zwei schnellen Konterspielern. Das macht sicher nicht einfach, weil einfach die Räume zum Spielen nicht wirklich vorhanden sein werden. Ich gehe davon aus, du hast das richtige Rezept dagegen? Ja, ich hoffe. Wir haben heute auch schon im Training einmal darauf eingegangen. Wir haben versucht, die Spieler einmal darauf vorzubereiten, was sie erwartet. Und das werden wir noch in den nächsten zwei, drei Tagen machen. Und dann hoffe ich, dass das reicht und dass wir positiv in die Saison starten. Es ist kein Geheimnis, du würdest noch ganz gerne ein, zwei neue Spieler begrüßen, vor allem in der Offensive. Welches Profil soll denn der oder die Spieler haben? Ja, für mich sollte es ein Spieler sein, wenn wir jetzt noch von einem Spieler reden, der universell einsetzbar ist, der auf den Außenbahnen spielen kann, der hinter der Spitze spielen kann, der Offensivqualitäten hat, aber das sind natürlich Anforderungsprofile, die nicht so leicht zu erfüllen sind, die auch in einem engen finanziellen Konzept drinnen sind. Das ist nicht einfach, so einen Spieler zu kriegen und vielleicht können wir noch zuschlagen. Vor einem Monat sind wir da gesessen, also vor genau einem Monat sind wir da gesessen und ich habe nach den Zielen für die Meisterschaft gefragt und du hast gemeint, ja, wenn morgen die Meisterschaft anfängt, dann ist das sehr, sehr schwierig. Seitdem gibt es zwei neue Gesichter. Das Gesicht der kompletten Mannschaft hat sich ein bisschen gewandelt. Wie siehst du jetzt die Situation? Ich werde es täglich gefragt und meine Antwort darauf ist, dass ich sage, wir versuchen einen guten Start hinzulegen. Ja, mit einem guten Start kann sehr, sehr viel passieren, kann man die Euphorie lostreten, kann man die Grund,
Prinzipien, die das ausmacht, dass eine Mannschaft funktioniert, wie Stabilität, wie Selbstvertrauen, wie Torgefahr, wie Sicherheit in der Defensive einfach bekräftigen, und dann kann man einiges bewirken. Ja. Und wenn der Start nicht so positiv verläuft, dann muss man schauen, wo man, dass man das Ganze relativ schnell wieder in eine andere Richtung bringt. Und deswegen hoffe ich, dass wir gut starten, also dass wir in den ersten drei Runden einfach sagen, dass wir eine kompakte Mannschaft sind, die auch torgefährlich ist, und dann ist einiges möglich. Gut, Klaus, unser Gedanke fürs Interview. Wir hoffen, dass es da genauso eintritt, wie du das sagst. Ja, das Leben ist kein Wunschkonzert, aber ich hoffe, dass wir unsere Hausaufgaben erfüllt haben und dass wir am Freitag zumindest einmal einen guten Cup-Start haben, und dass das letzte optimale Vorbereitungsspiel für die neue Saison ist. Danke.